Du möchtest deine RGB-Beleuchtung mit IQ individuell auf dein Lieblingsspiel anpassen? In diesem Tutorial zeige ich dir, wie das geht. Hi und hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den passenden PC zu deinem Budget. Sowie diese fantastische Maschine, die wir im letzten Livestream auf Twitch zusammengebaut haben für den guten Mario. Und da kam dann die Frage auf, du sag mal Bastelnerd IQ und wie stellst du eigentlich das ganze Beleuchtungssetup ein? Und ja, deswegen mache ich jetzt dieses Video und der gute Mario, der möchte gerne unter anderem auch das neue Far Cry 6 spielen. Und da versuche ich jetzt mal dieses Farbspektrum von Far Cry 6 aufzugreifen, um den dann so ein bisschen darauf anzupassen. Und wie das funktioniert, das möchte ich dir jetzt zeigen. Dazu gehen wir mal einmal kurz auf den PC. Hier siehst du schon, habe ich ein Bild von Far Cry hochgeladen auf die Seite Image Color Picker. Das ist immer ganz hilfreich, weil ich dann damit herausfinden kann, so ja, also jetzt von diesem Titelbild hier, welche Farben spielen denn hier eine Rolle in diesem Spiel. So, und dominant ist natürlich hier oben dieses Mintgrüne, diese Orangetöne und etwas diese dunkleren Orangetöne, eventuell vielleicht auch noch so ein bisschen das Weiß. Ja, wir starten mal. Ich würde erstmal sagen, als Grundfarbe nehme ich mir erstmal hier dieses Mintgrüne. Entweder du gehst hier mit der Maus da drüber und klickst hier einfach an und oder ja, meistens sucht er den hier auch raus. Ist fast der gleiche Hexcode. Denn diesen Hexcode, den brauchen wir. Alternativ kannst du auch die RGB-Farben nehmen, aber Hexcode macht es einfacher, zeige ich dir jetzt in IQ. So, die kopiere ich mir mal einmal gerade mit Steuerung C. Dann gehen wir in IQ rein und ja, hier siehst du schon, haben wir alles, was da so drin verbaut ist. Einmal die Elite Capellix, ein Lightning Node Core, wo QL-Lüfter dran sind, den RAM und das Mainboard. Wir starten mal mit dem Lightning Node Core. Da sind 6 QL-Lüfter dran. Die kannst du übrigens auch über Beleuchtungssetup hier einstellen. Und dann siehst du auch hier in der Software quasi rot, gelb, grün und so weiter. Und das gleiche siehst du dann halt auch am PC. Und wenn du jetzt irgendwie einen Lüfter hier falsch angeschlossen hast, dann kannst du das auch einfach in der Software hin und her schieben. Wir wollen ja aber quasi die Beleuchtung einstellen. So, und dann gehen wir unter Beleuchtungskanal 1. Hardware-Beleuchtung ist übrigens, da kannst du ein Programm hinterlegen, wenn IQ quasi nicht geladen ist. Das heißt zum Beispiel, auch wenn der PC startet, dann würde jetzt quasi Regenbogenwelle standardmäßig laufen. So, wir gehen auf Beleuchtungskanal 1. Und das Schöne an IQ ist, du kannst die einzelnen Effekte layern, heißt quasi übereinander legen. Du kannst eine Grundfarbe, Rot zum Beispiel, unten hinlegen. Und dann von mir aus einen blauen Pong-Effekt oder so oben drüber legen. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit bei IQ. Deswegen starten wir mal. Wir haben ja dieses Mintgrüne uns rausgesucht. Dann legen wir das mal nach unten auch als statische Farbe. Statisch. Und dann kannst du hier Farbe anklicken. Und hier siehst du einmal diese drei RGB-Dinger. Macht es aber einfacher, wenn ich einfach den Hexcode habe, weil dann brauche ich nur ein Ding eingeben. Kopiere mir das da rein, drück Enter, fertig. Und du siehst, jetzt leuchten die Lüfter alle statisch in diesem mintgrünen Look. Um das Ganze jetzt so ein bisschen interessanter zu gestalten, layern wir jetzt nochmal einen oben drüber und nehmen jetzt zum Beispiel einen Bogen, ist ein ganz cooler Effekt. Und bei Bogen können wir zum Beispiel zwei Farben angeben. Da gehen wir mal einmal gerade rein, dann nehmen wir hier auch so ein helles Orange. Kopieren wir das mal einmal raus wieder, gebe das hier ein. Einmal und dann auf den zweiten machen wir noch mal das dunklere. Oder wir können auch eigentlich hier mal so einen richtig hellen Ton hier rausnehmen. Diesen hier zum Beispiel, dass es noch ein bisschen mehr Kontrast gibt. Genau, und wie sieht es jetzt aus? Was sagt der Bogen? Man muss natürlich dann immer ein bisschen selber gucken. Ja, es wirkt schon ganz interessant. Ich bin ehrlich gesagt mit diesem Mintgrün nicht ganz so zufrieden. Das könnte ruhig ein bisschen aggressiver sein. Ungefähr so. Ich habe jetzt so ein bisschen das alles eingestellt, dass mir das so halbwegs gefällt. Eine Sache wollte ich dir noch zeigen. Und zwar kannst du jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier diesen Pink-Effekt beispielsweise nehme und dem jetzt sage, dann nehmen wir hier auch von dem Bogen die Farben hier zum Beispiel.
also die, die etwas kräftig sind, und mach die da mal kurz rein. Einmal, zweimal. Kann die jetzt beispielsweise auch nur setzen auf bestimmte Lüfter? Also ich kann jetzt sagen, ich will das hier nur auf Fan 2, 3 und 5. 1, 3 und 5 beispielsweise sehen. Oder ich kann jetzt hier auch sagen, mit gedrückter Steuerungstaste, also diesen All ausmachen und dann nur bestimmte LEDs markieren. In dem Fall sind das alle die, die jetzt nach vorne hin sichtbar sind. Das sind die von der rückseitigen Narbe. Und genau, dann läuft dieser Pong-Effekt quasi nur dadurch. Oder Ping-Effekt. Und wenn ich jetzt hier mit dieser ganzen Geschichte soweit durch bin, dann kann ich auch zum Beispiel sagen, hier statistische Farbe in Bibliothek speichern, den Bogen in Bibliothek speichern, Unendlichkeit in Bibliothek und diesen Ping in Bibliothek speichern. So, und jetzt gehe ich zum Beispiel auf die Elite Capellix und da haben wir die anderen drei QL-Lüfter dran. Autoerkennung, Lüfter QL sind das auf jeden Fall auf Beleuchtungskanal 1. Und dann gehen wir hier unter Beleuchtungseffekte, machen die Wasserfarbe hier mal kurz raus und gehen dann hier unten auf Beleuchtungsbibliothek und machen dann ja unsere Sachen da rein. Statistische Farbe, den Bogen, Unendlichkeit und den Ping. Wobei wir den Ping jetzt nochmal separat anpassen müssen, weil der ja quasi, muss jetzt in diesem Fall auf die Vorderseite der Effekt. Und von mir aus kann der auch nochmal einmal diesen inneren Kreis der Ajo rein. Ja, und dann haben wir die oberen Lüfter auch genauso synchronisiert. Ja. Vom Feinsten, dann machen wir das gleiche jetzt noch mit dem RAM. Hier gehe ich jetzt ein bisschen anders vor, weil beim RAM sind halt ja, andere Sachen interessant. Da könnten wir theoretisch auch die statistische Farbe nehmen. Statische, nicht statistische, statische. Und dann nochmal so, ich mache ja immer gerne den Regeneffekt. Und dann nehmen wir da diese Konträrfarben aus dem anderen, das ist zum Beispiel diese beiden hier. Dann nehmen wir uns einmal den Hexcode, geben die da ein. Einmal und geben hier das Gelbe noch mit zusätzlich ein. Genau, jetzt siehst du, haben wir hier schon den schönen Regeneffekt. Mir ist ja immer ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu hektisch. So, machen wir den mal so, dass es auch so wie Regen ist. Und dann ist auch ganz interessant, hier kann ich das ja genauso machen, dass ich jetzt beispielsweise sage, DIM 1 und DIM 2 soll der Regen von mir aus hochgehen. Und dann kopiere ich diesen Effekt nochmal und sage jetzt hier, DIM 2, 3 und 4 soll der Regen runtergehen. Und dann müssten sie entgegengesetzt laufen. Genau, 2 gehen runter, 2 gehen hoch. Und ja, das macht die ganze Sache dann auch noch mal ein bisschen interessanter, finde ich. Genau, das könnte man so gut machen. Und ja, dann können wir noch mal aufs Mainboard gehen. Da ist jetzt auch hier standardmäßig so eine Regenbogenwelle. Ja, das ist natürlich auch uninteressant. Beim Mainboard habe ich jetzt auch noch mal einfach als Grundfarbe dieses Mintgrüne genommen und dann noch mal als Regeneffekt dieses Orange und dieses Gelbe, sodass das dann halt auch da ab und zu mal drin vorkommen. Ja, und somit ist quasi der PC auf Far Cry Optik RGB mäßig eingestellt. Da sind ja noch die Lianli Streamer Plus Kabel drin. Die gehen ja nochmal über die Extra-Steuerung. Also so kannst du deine Beleuchtung via IQ einstellen. Das war jetzt mal so ein Quick and Dirty Einstellung. Na, da kannst du natürlich auch einen ganzen Nachmittag kannst du da dran gut und gerne verbringen. Ich spreche da aus Erfahrung, wenn man das dann richtig detailliert haben will und mit irgendwelchen Special-Effekten, dann ist es nachher so interessant, als wenn man in Feuer reinguckt. Also was man hier alles einstellen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Und falls du übrigens neu bist auf diesem Kanal, dann lass doch gerne ein Abo da, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos und somit ein einfaches Mittel, Danke zu sagen. Und ich bedanke mich dann bei dir für deine Zeit und fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.